Herr Lindner, die deutsche Industrie steht vor großen Herausforderungen, einer immensen Transformation. Wie kann der Staat die Unternehmen dabei unterstützen? Zum einen kann der Staat gute und verlässliche Rahmenbedingungen bieten. Das kostet auch kein Geld. Wenn wir die Zuwanderung von Fachkräften erleichtern, das Bildungssystem verbessern, Forschungsanstrengungen unternehmen, Bürokratie abbauen, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Und zum anderen kann der Staat natürlich gezielt investieren, zum Beispiel in die digitale Infrastruktur. Und dafür stehen bis 2026 über 350 Milliarden Euro zur Verfügung, trotz Schuldenbremse, ohne Steuererhöhungen, Investitionen auf Rekordniveau in den nächsten Jahren. Dennoch heißt es für die Unternehmen, nachhaltig wirtschaften und gleichzeitig Innovationen vorantreiben. Sie sagen, wir können uns das leisten. Wie konkret? Da geht es um den Erfindergeist, da geht es um unternehmerisches Risiko, da geht es um die Leistungsfreude der Menschen. Die Transformation kann der Staat begleiten. Wir können unterstützen, aber eben nicht alles finanzieren. Das kann der Staat nicht und er soll es nach meiner ordnungspolitischen Grundüberzeugung auch nicht. Denn was weiß ich als Politiker über zukünftige erfolgversprechende Technologien? Zu wenig, als dass ich das Kapital der Volkswirtschaft in die eine oder andere Richtung lenken sollte. Deshalb setze ich auf eine gute marktwirtschaftliche, eine ordoliberale Ordnung und innerhalb derer entscheiden dann Sie und ich als Konsumenten, die Menschen, die investieren, die Menschen, die innovieren, welche Richtung das für unser Land nehmen wird. Herzlichen Dank für das Gespräch.